Hallo Mädels, ich zeige euch heute diesen grauen Smoky Eye Look, wie ihr den ganz einfach nachschminken könnt. Es ist so ein bisschen grau-lila, also so ein lila-stichiges Grau mit den passenden Lippen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Okay, ich starte mit der Farbe Wax von MAC. Das ist diese Farbe hier, so ein Grau mit so einem ganz leichten Lila-Stich. Mit meiner 242 von MAC und trage die erstmal nach vorne auf dem Auge auf. Ich diesen Teil des Auges schon mal etwas erhelle, aufhelle. Ihr seht, das hat so einen ganz, ganz leichten lila Stich und das ist total schön, weil das so schön, so ganz soft lila glitzert, genauso wie der Lippenstift und die, der Lipgloss. Dann nehme ich die Farbe Scene von MAC, so ein helles Grau, auch mit der 242 auf der anderen Seite, trage sie auf dem bewegten Lid auf. Und lass sie ruhig so ein bisschen über diese Farbe Wax drüber laufen. Und dann ziehe ich das Ganze etwas unterm Auge entlang. So. Bessere ich das nochmal so ein bisschen aus hier an der Ecke. Es ist mal gut, wenn ihr die Bürste gerade ansetzt und dann hier so hochzieht, dann kriegt ihr auch so eine schöne Ecke hin. Und um diese Ecke noch besser hinzukriegen, komme ich jetzt mit meinem Kajal. Wo ist er denn? Ist hier ein Kajal nicht dabei? Ah, wo ist der? Hilfe! Hier ist er. Ha! Der ist so klein, ich habe den fast übersehen. Von MAC Foam Number, ein kleiner Rest. Das ist so ein leichtes, gräulicher, so ein leicht gräulicher Ton. Und den trage ich einmal auf. In die Lidfalte rein. Ich muss dringend einen neuen davon kaufen, wie ihr seht. Und hier nach außen. Dass es hier so ein bisschen spitz zuläuft. So, dann nehme ich meine Finger. Verschmier das so ein bisschen und blende das mehr oder weniger mit den Fingern da rein. Alternativ könnt ihr auch eine Blending Brush nehmen, zum Beispiel diese Crease Brush von Essence of Beauty, und das damit etwas reinblenden. Dann nehme ich mir von MAC Farbe Night Divine. Das ist dieser hier, dieser Ton. So ein glitzerndes, schimmerndes Grau. Und dann setze ich einmal im äußeren Augenwinkel an und verstärke nochmal diese Linie, die ich eben mit der Phone Number vorbereitet habe. Ziehe das hier wieder runter. Dass diese Farbe mit dem Schimmer in der Lidfalte ist und ganz bisschen über der Lidfalte, und dass sie hier auch die Ecke erstmal betont. So, die kann richtig schön bis hier vorne rangezogen werden. Dann nehme ich mir wieder eine Flatbrush, wieder meine 242 von MAC, und nehme mir nochmal die Farbe Wax und trage sie jetzt mal als Highlighter unter der Braue auf. Mehr oder weniger als Base Highlighter, einmal komplett unter die Braue drüber. Habe ich gerade gesagt, unter die Braue drüber, unter die Braue drunter meinte ich natürlich. Dann nehme ich mir von MAC die Farbe Fluff. Das ist so ein ziemlich heller Highlighter. Mit dem gleichen Pinsel. Und trage den nochmal richtig dicht an der Braue auf
Und lass den aber nur ganz außen und auch nur ganz oben auf mein Auge kommen. So. Dass ich hier wirklich explizit so ein Highlight habe. Dann nehme ich mir eine andere Flatbrush. Ich habe jetzt wieder hier die von Die Maske, von dieser Kosmetikschule aus Köln. Und dann nehme ich mir die Farbe Smut von MAC. Das ist so ein graubraun-schwarz, würde ich sagen. Super, super schöne Farbe. Nehme mir davon was auf meinen Pinsel. Trage sie einmal hier außen auf. Außen auf dem Auge. Dass ich es hier noch etwas dunkler habe. Und ziehe das Ganze auch so ein bisschen raus, aber nur hier außen. Dass das wirklich so ein Übergang ist, dunkel, nicht ganz so dunkel und dass es heller wird. Ich versuche wieder diese Verbindung hinzukriegen, unten und oben. Schön dicht an den Wimpern ran, die Farbe. So, jetzt sieht das Ganze hier noch so ein bisschen eckig und hart aus, deswegen nehme ich mir nochmal meine 217 von MAC und blende das Ganze nochmal so ganz leicht da rein. Blenden, blenden, blenden. So, dann nehme ich mir einen schwarzen Kajal. Ich nehme meinen CoverGirl Liquiline Lash Blast Pralala und zeichne die Wasserlinie schwarz nach. Sowohl oben als auch unten. Und dann nehme ich mir nochmal diesen schönen. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Kleinen Kajal in Phone Number von MAC und zeichne mit ihm einen Lidstrich. Wenn das noch geht. Und das Ganze mache ich auch unten. Schön dicht einmal am Wimpernkranz entlang. So, und jetzt trage ich noch Mascara auf. So, da bin ich wieder mit Mascara. Wenn ihr einmal gucken wollt, ich hoffe, man kann das gut erkennen. Wie schon gesagt, auf den Augen, diese ganzen Grautöne haben so einen leichten lila Stich. Ich persönlich finde das total schön. Das harmoniert wunderbar mit grünen Augen, mit blauen Augen, mit braunen Augen. Und um das Ganze zu unterstreichen, habe ich die Wangen freigelassen. Ich habe gar keinen Rouge, keinen Bronzer, gar nichts. Ich trage auf den Lippen einen Lippenstift von MAC, der heißt Pretty Please aus der Lustre Collection oder aus der Lustre Serie. Ist auch so ein Nude-Farben da mit so einem ganz leichten Purple-Stich. Und um das Ganze etwas zu unterstreichen, ich persönlich habe sehr schmale Lippen, Lipgloss und Glanz lässt die immer etwas breiter wirken. Deswegen trage ich noch diesen Lipgloss von MAC in Oyster Girl oben drüber, wenn ihr gucken wollt. Und damit ist der Look für mich komplett. Ich habe natürlich wieder unter den Augen ausgebessert mit meinem
Concealer von MAC in NW30, Select Cover Up. Das mache ich immer, manchmal zeige ich das, manchmal zeige ich das nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bald wieder und sagt bis dahin.